Die Welt der Finanzen ist sehr komplex. Wir liefern die Expertise, das Know-how, die Experten. Alle zwei Wochen, montags auf Smartes Geld. Heute Dr. Ulrich Kafanik, der Kapitalmarktexperte und Vorstand der DOE Kapital AG. DJE. Banken unabhängig, wertorientiert und nachhaltig. Innovatives Research mit mehr als 45 Jahren Erfahrung. DJE Kapital AG. Herr Dr. Kafanik, der große Zinsschritt der EZB hat an den Märkten kaum Spuren hinterlassen. Woran liegt das? Ja, also das war ja die Frage, machen wir 75 oder macht man 50 Basispunkte, jetzt waren es 75. Ich finde eigentlich gar nicht, dass nichts passiert ist, weil es war schon sehr interessant, dass wir eine sehr freundliche Reaktion am Rentenmarkt gesehen haben. Also erst gab es einen kurzen Dip nach unten, aber dann vom Tief so 2,5 Punkte Anstieg im Bund Future zeigt, dass so jetzt so eigentlich ein bisschen Vertrauen wieder reinkommt in diese Notenbankpolitik. Und in unserer Sprache ist es ja so, dass man sagt, die Notenbanken waren stark hinter der Kurve. Also sie hätten eigentlich schon mit den Zinserhöhungen viel weiter sein müssen. Und dieser 75 Basispunkte Schritt bringt jetzt, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen in den Markt, wo man sagt, ja, jetzt machen sie es ernst und versuchen, die Inflation stärker zu bekämpfen. Deswegen auch die Reaktion. Also ich fand es ganz interessant. Der Aktienmarkt war auch nicht unbedingt schlecht, aber man hätte nicht unbedingt mit so einer freundlichen Reaktion gerechnet. Und ich denke, viele sind überrascht worden. Das war auch viel Shortcovering dabei. Also war die Vorsicht im Markt groß, war, dann fängt der erste an zu decken, der nächste. Dann haben sie mal schnell 2,5 Punkte Anstieg. Das ist der Hintergrund. Aber insgesamt, denke ich, kann der Markt sehr gut leben mit diesen 75 Basispunkten Zinsanstieg. Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni hat die EZB kritisiert. Ist das nur ein politisches Manöver oder steckt da mehr dahinter? Ja, grundsätzlich ist ja schon, die Frau Meloni weiß ja auch, wie hoch die Inflation in der Eurozone und eben auch in Italien ist. Insofern denke ich, ist es ein stark politisches Manöver. Wir haben einen größeren Zinsanstieg gesehen bei den Italienern, auch im Vorfeld der Wahl. Die Unsicherheit war relativ groß. Und dann gehört es im Grunde auch, ich sage jetzt mal, zu so einer populistischen Person wie Frau Meloni, dass man da versucht, relativ früh Flöcke einzusetzen. Aber insgesamt ist es gar nicht so übel. Also wenn man mal guckt, was da für negative Erwartungen drin waren, dann gibt es ja jetzt ein klares Bekenntnis von ihr, beispielsweise pro Euro. Das war unter Salvinis Zeiten nicht immer der Fall, da gab es da viel stärkere Fragezeichen. Und ein anderer Punkt, der, glaube ich, zumindest zu einer relativen Beruhigung beiträgt, ist, dass ja Italien ein großer Nehmer ist von dem Förderprogramm, von dem Unterstützungsprogramm. Da sind unter Draghi sehr viele Punkte schon festgezurrt worden. Also sie kann jetzt nicht alles kippen und sagen, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht. Also wenn sie das Geld bekommt, dann für dieses oder jenes Projekt. Und insofern ist die Marktreaktion quasi auf die Ankunft, wenn man so will, von Frau Meloni relativ moderat ausgefallen. Und wir können es immer ganz gut messen, das Risiko Italien. Wie hoch ist der Spread, also der Renditeunterschied zwischen den 10-jährigen italienischen Staatsanleihen und den 10-jährigen Bundesanleihen? Und da wird es dann so ein bisschen kritisch, so wenn wir da bei 3 Prozentpunkten sind. Und da sind wir momentan bei 2,2, 2,3 Prozentpunkten. Also insofern politisches Manöver, man versucht die Flöcke einzutragen und einzuziehen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, könnte das einigermaßen laufen mit der italienischen Regierung, jenseits der Vorstellung, dass Italien immer ein bisschen schwierig ist und wahrscheinlich auch schwierig bleiben wird. Die selbsternannten ECB-Watchers glauben ja, die Zwischentöne bei Äußerungen der EZB-Mitglieder genau herauslesen zu können. Hat das irgendeine Relevanz? Ja, es ist schwer zu sagen, aber mein Eindruck ist oder meine Interpretation, da hat halt dann so jeder EZB-Grande so einen bestimmten Kreis, vielleicht von bevorzugten Journalisten, mit denen dann in welchem Umfeld auch immer spricht, vielleicht bei einer Tasse Kaffee, vielleicht auch woanders. Und dann ist da vielleicht auch ein gewisses Ego-Bewusstsein da, wo man sagt, also man müsste sich hier positionieren und dort positionieren und dann wird es da sozusagen reingebracht. Es ist aber auch sehr volatil, also die eine Seite geht so, die andere Seite geht so, aber der Markt ist nervös, das ist so ein bisschen der Hintergrund Ihrer Frage, deswegen greift man sowas dann gern auf und es ist natürlich auch immer ein Highlight. Oh, jetzt geht's in die Richtung, jetzt geht's in die Richtung. Ich würde es insgesamt nicht überbewerten und am Ende des Tages entscheidet ja auch ein Gremium. Das darf man ja auch nicht vergessen, also die Frau Lagarde hat entschieden oder der Herr Paul
Paul hat entschieden. Nein, der entscheidet im Gremium. Das ist manchmal auch so eine Diskussion oder eine Darstellung. Ich sage, ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Das sind Leute dahinter, die es entscheiden. Und der eine, der mag den Trend setzen oder mag vielleicht Meinungsführer sein. Also insofern, ich würde das Ganze nicht überbewerten und ist vielleicht auch ein bisschen ins Showgeschäft mittlerweile vorgerückt. Mhm. Fakt ist aber, dass die Anleihemärkte in England illiquide wurden und Japan immer mehr Schulden bei der Notenbank draufpackt. Kommen von da die großen Gefahren? Ja, also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also England hat natürlich mit dem Antritt der neuen Regierung eigentlich den größten Fehler gemacht, den es überhaupt gibt. Wir haben hohe Inflation in Großbritannien von 10%. Die Zentralbank ist auch in gewisser Weise im Panikmodus, wie im Grunde die EZB und die amerikanische Notenbank auch, aufgrund der hohen Inflation. Also wir haben Inflation von 10% und dann kommt die neue Regierung, ganz echt, was die immer geritten hat, das weiß ich nicht und ich kann es auch nicht nachvollziehen, und kommt eigentlich mit dem Konjunktur. Also Steuersenkungen, die Ausgaben, Staatsausgaben zu erhöhen, ist komplett konträr zu dem, was die Notenbank macht. Also ich frage mich manchmal wirklich jetzt als Außenstehender, reden die vielleicht gelegentlich mal miteinander, oder es gibt ja auch Telefonmöglichkeiten, wenn man sich in der modernen Welt viel Kommunikation, das kann hier nicht passiert sein. Und schlussendlich ist dann der Markt in die Panik geraten, weil man Angst gehabt hat, jetzt geht die Inflation komplett durch die Decke. Und dann hat man diese Explosion auf der Yield-Seite, also auf der Rendite-Seite gesehen. Im Ergebnis, um es jetzt abzukürzen, die neue Premierministerin ist nicht mehr da. Also ich weiß nicht, ob es jemals eine kürzere Amtszeit hier gegeben hat, zumindest in Europa. Wir haben eine neue Situation, der jetzt viel vernünftiger damit umgeht, zeigt aber auch, das ist ganz schnell entstanden, ich nenne es mal diese Krise, aber auch ganz schnell wieder eingepackt worden, indem die Notenbank so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Und in Japan haben wir eben eine Situation, die ist schon sehr speziell, weil die japanische Notenbank eigentlich stur an ihrem Kurs festhält. Das ist ja schon spannend. Wir haben starke Zinserhöhungen in dem Jahr, über 200, also 243, nur in diesem Jahr, also praktisch jeden Tag, wenn man so will, in dem Jahr eine Zinserhöhung. In Japan tut man so, als wäre überhaupt nichts. Das heißt, man kauft nach wie vor die Wertpapiere an, macht eine Kontrolle der Yield Curve, also das heißt, die 10-jährigen Anleihen bei 0,25. Das hat natürlich einen Preis. Das ist der Absturz des Yens, der in dem Jahr extrem ist, selbst gegenüber dem Euro, der in dem Jahr schwach war, ist sogar der Yen noch schwächer, gegen US-Dollar sowieso. Das ist der Preis, den die zahlen. Aber die Situationen sind unterschiedlich. Am Ende ist es schon ein Hinweis drauf, wenn es wirklich kriselt, Beispiel England, dann kann die Zentralbank innerhalb von 24 Stunden sozusagen alles ändern. Früher hat man das ja immer Adenauer nachgesagt, was kümmert mich mein Gerede von gestern? Und so ähnlich ist es jetzt in England passiert. Also die Zentralbanken darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Bei allem dem, was ist, wenn wirklich eine Krise da ist, die die Ökonomie richtig drücken kann, dann denke ich, haben die Zentralbanken immer wieder Möglichkeiten. Also richten die Aktionäre ihren Blick nur noch auf die Anleihemärkte. Renditen runter, Aktien rauf und umgekehrt? Ja, das ist ein spannendes Thema, muss ich eigentlich mal ein bisschen ausholen, weil wenn man das jetzt vergleicht, diesen Zinserhöhungszyklus mit den letzten beiden, also die wir in diesem Jahrtausend gesehen haben, ist dieser Zyklus ganz anders. Also die Merkmale von den ersten Zyklen waren folgende. Am Ende ist logischerweise ein Zinserhöhungszyklus, ist der kurze Zins der Notenbank höher als am Anfang. Dann des Weiteren war es so, dass die Inflation am Ende von dem Zinserhöhungszyklus auch jeweils höher war als am Anfang. Und, das ist auch spannend, die Aktienmärkte waren auch höher in Amerika als am Anfang. In den letzten beiden Zyklen. Und wenn Sie es jetzt mal vergleichen, und deswegen, ich postuliere das ja schon seit Monaten, glaube ich, dass dieser Zyklus ganz anders läuft. Weil wir haben die erste Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im März bei 8,5%. Das heißt, wenn sie jetzt aufhören, hieße das, gemessen an den beiden anderen Zyklen, die Inflation wäre höher. Glaube ich überhaupt nicht. Dann die Bondrenditen, die waren auch höher. Das ist richtig. Und die Bondrenditen haben einen ganz, ganz starken Vorlauf gehabt. Also bevor die Zentralbank im März die Zinsen erhöht hat, haben sich am langen Ende eigentlich schon eine Zinsbewegung von 0,5 auf 3,5. Das war bei den anderen Zyklen nicht so. Da sind wir viel paralleler hochgelaufen. Deswegen ist die Notenbank, zieht jetzt hoch im Panikmodus, hoch, 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 hoch. Und am langen Ende wird sich meines Erachtens nicht mehr allzu viel tun. Und das Spannende ist natürlich jetzt am Aktienmarkt. Da habe ich große Zweifel, dass der Markt am Ende von dem Zinserhöhungszyklus, der meines Erachtens Ende dieses Jahres schon kommen kann, spätestens Anfang des nächsten Jahres, unterscheide ich mich auch deutlich von den meisten anderen, die glauben, dass das weiter in 23 reingeht, ob da der Aktienmarkt höher steht
als 4.500, da habe ich sozusagen meine Zweifel. Das heißt, komplett andere Situation. Und damit denke ich auch, dass der Aktienmarkt dann wieder Boden unter die Füße kriegt und wirklich favorisiert wird, wenn die Zentralbank die Zinsen senkt. Und das ist der ganz große Unterschied. Bei den letzten Zyklen war es so, dass der Aktienmarkt erst gedreht hat bei der letzten Zinssenkung. Insofern komplett unterschiedliche Situation. Und die Stimmung am Anleihenmarkt ist extrem schlecht. Und jetzt gibt es die Ersten, die sagen, okay, die Wirtschaftsdaten werden sich wahrscheinlich abschwächen, gehöre ich auch dazu, so dass man dem Höhepunkt am kurzen Ende entgegengeht. Und dann kann schon sein, dass die das lange Ende, also 10-jährige Renditen, in Vorlauf haben, bevor die Zinserhöhung am kurzen Ende quasi zu Ende ist, dass das da schon eine Stabilisierung gibt. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt momentan sehen. Und dann vielleicht auch, und dann ist wirklich eine lange Antwort auf eigentlich die kurze Frage, für mich ist das Jahr an den Bondmärkten 2022 vergleichbar mit 1994, was auch ein desaströses Jahr war. Und 2023, lehne ich mich aus dem Fenster, wird so wie 1995. Das heißt, wir sehen ein gutes Bondjahr im nächsten Jahr. Und was ist mit den Aktien? Aktien, denke ich, leiden noch eher so ein bisschen unter der konjunkturellen Unsicherheit, auch unter dem Liquiditätsentzug. Da wird es eher eine schwierigere Zeit geben. Die Volatilität wird höher sein, wobei sie auch nicht dramatisch hoch ist. Das muss man auch mal sagen. Also wir sehen eigentlich, das Volaband im VIX in den USA liegt irgendwo bei 33, 34 oben. In den richtigen Krisenphasen waren wir bei 50, bei 60. Corona-Zeit sogar noch höher. Also die ist höher, aber nicht ausgeprägt hoch. Und da denke ich, wird es ein bisschen Schwierigkeiten geben, auch was die Erträge anbelangt. Die Gewinne sind es aktuell, während wir uns unterhalten, kamen jetzt Alphabet kam rein, Meta kam rein. Waren schon große Enttäuschungen, auch bei Microsoft. Da denke ich, wird eine Unsicherheitsphase sein. Und normalerweise dreht erst der Bondmarkt und dann der Aktienmarkt. Also jetzt von jetzt abgerechnet, glaube ich, wir haben im nächsten Jahr niedrige Zinsen, also Ende nächsten Jahres, und wir haben auch höhere Aktienkurse, aber dazwischen kann es noch ziemlich eine bumpy road geben, wie die Amerikaner sagen, also alles ziemlich holprig verlaufen. Das sind alles Fakten und Probleme, mit denen Sie vertraut sind. Was aber ist mit China? Also sicher ist es so, dass China im Vergleich zu den Konjunkturproblemen, die wir haben, nochmal zusätzliche hat. Sie haben es völlig zu Recht angesprochen, ist der Immobilienmarkt. Also rund 30% ist der Einfluss vom Immobilienmarkt auf die Gesamtkonjunktur. Das ist wirklich ein richtig großer Batzen. Das zweite ist die Null-Covid-Politik. Da war ja die Hoffnung von vielen im Markt. Da gibt es jetzt hier beim Kongress der Kommunistischen Partei eine Ankündigung, wir werden das in Zukunft relaxter machen. Das ist leider ausgeblieben. Also insofern haben wir da zwei Sondersituationen. Ansonsten ist China natürlich jetzt immer noch vom Wachstum deutlich höher als viele Industrieländer. Es gibt immer andere Emerging Markets, die wachsen wesentlich stärker. Aber wenn Sie mal das Wachstum in der Eurozone vergleichen, dann ist das Wachstum in China immer noch besser. Und ich reg mich da fast schon immer auf in den letzten Jahren. Natürlich ist das Wachstum über Jahrzehnte hoch gewesen. Und wenn Sie dann die Basis so hoch haben, dann ist es natürlich schwierig, von der Basis, die sich schon verzehnfacht hat, nochmal um 10% zu wachsen. Insofern ist der Rückgang dieser Wachstumsraten völlig normal. Und ich glaube, dass wir in dem Jahr auch keine 5% Wachstum in China erreichen. Aber selbst wenn wir 3% erreichen, im Gesamtjahr 2022, ist es deutlich mehr als das, was wir in der Eurozone sehen, beziehungsweise in den USA. Insofern ist es nicht mehr der Wachstumsmotor von der Dynamik her. Aber wenn China quasi auf Null gehen würde, dann würde das die Weltwirtschaft extrem merken. Also insofern ist es eine Abnahme von dieser Wachstumslokomotive. Aber insgesamt, denke ich, wird es extrem dramatisiert aus meiner Sicht. Und China bleibt auf dem Wachstumskurs. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ob wir das in der Eurozone schaffen, ohne Rezession durchzukommen, und in den USA, das bleibt für die nächsten Monate und Quartale noch ein erheblich großer Unsicherheitsfaktor. Und vielleicht noch eine Idee zum Immobilienmarkt. Da ist es China gelungen, das momentan einigermaßen in der Region zu halten. Also wir sehen jetzt keine Entwicklung daraus Richtung Europa oder Richtung USA, sondern man kriegt es einigermaßen gehandelt auf Neudeutsch. Aber natürlich sind Unternehmen, die dort sind, es war jetzt beispielsweise zu lesen von einigen Gewinnreporten bei Banken, die dort Kredite vergeben haben, die haben natürlich schon ein Problem. Also diejenigen, die dort regional in China stark vertreten sind, die dürften hier eher sozusagen in ein schwierigeres Feld reinlaufen, als diejenigen, die das nicht haben. Also bleibt unsicher, aber ich bin da nicht so pessimistisch, dass wir hier eine Rezession in China sehen in der nächsten Zeit. Sollte man denn beim Aktieninvestment schwerpunktmäßig auf die USA setzen?
Ja, also Sie merken das, ja, kommt ein bisschen zögerlich. Was mich da so ein bisschen stört, das ist quasi Common Sense. Das sagt jeder. Also die Argumente hat jeder auf der Hand. Die negativen Argumente für Europa sind ganz klar. Die Pro-Argumente für die USA sind ganz klar. Und so sind die Leute auch gewichtet. Also es ist nachvollziehbar, nur es ist die Mehrheitsmeinung. Und man muss sich halt immer fragen, gibt es irgendwelche Manöver, die das Ganze durchkreuzen können? Was man in den USA sicher sagen kann, der Markt ist relativ teuer, also auch gemessen am Zinsniveau. Die ist sogenannte Risikoprämie, also die Bewertung des Marktes im Vergleich zum Zins, ist mit Abstand die schlechteste in den USA. Es ist sehr attraktiv in den Emerging Markets, in Deutschland, in Japan beispielsweise. Und wir haben natürlich auch die kriegerische Auseinandersetzung. Die kriegerische Auseinandersetzung drückt auf den Euro, drückt auf die Stimmung, drückt auf Europa insgesamt. Wir sehen Rekordabflüsse quasi aus den Fonds aus Europa. Und wenn man jetzt mal dreht, ja, was kann sich ändern? Sollte es so eine Friedensinitiative in der Ukraine geben, keine Ahnung, wie die ausschaut, ein schwieriges Gemisch, dann kann es auch sehr schnell, dass Leute sagen, na, Europa geht ja doch nicht unter und wir sehen eine Gegenbewegung. Also die Argumente sind klar, absolut nachvollziehbar, aber ich wäre trotzdem gewappnet, wenn Dinge eintreten, die momentan nicht eingepreist sind und überraschend sind, dann könnte es auch für Europa eine Bewegung geben, die momentan keiner erwartet. Und das ist ein bisschen auch der Charme der Märkte, dass es oft anders kommt, als die meisten denken.